Wenn es zu leise oder zu laut ist, schreit. Ach so, und eins muss ich noch machen. Oh, dafür muss ich einmal kurz die Kamera umstellen. Weil ich möchte nicht, dass man hier tatsächlich den Chat sieht. Ausnahmsweise mal. Das heißt, ich wandere einmal hier kurz runter. Huch. Egal, passt. So, das. Dann muss ich dafür einmal. Oh Gott. Warum ist das Overlay kacke dafür? Nein, 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 ganz falsch. Dahin. Und so. Jetzt. Jetzt kann es losgehen. So. Warum gibt es eigentlich so viele Teile, wenn es jedes Mal die meine Fantasy sein? Eine sehr gute Frage, Dufte. Eine sehr gute Frate. Frate, genau. Und herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Wochenstart. Und schön, dass du da bist. Gut, so, ja, alles perfekt. So, Tachchen. Hier läuft. Oh nein, bei allen Göttern. Leias Ei. Bitte, du musst mir helfen. Ich war nur ganz kurz für kleine Elesen. Und als ich wiederkam, war es weg. Was war weg? Na, das Ei natürlich. Und glaub mir nicht, dass Schokobos davon jeden Tag eines legen. Es ist extrem wertvoll. Wir müssen es wiederfinden. Du hilfst mir doch dabei, nicht wahr? Jemand muss es gestohlen haben. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Um sicher zu gehen, werde ich noch einmal den ganzen Stall durchsuchen und jeden Strohhalm einzeln umdrehen. Kannst du dich so lange umhören, ob jemand etwas beobachtet hat? Also wie gesagt, ich lese hier nur die Hauptquest und die blauen Quests vor. Alles andere ist mir sowas von Schnurbel tatsächlich. Und ich habe es tatsächlich geschafft, auf dem Server, wo ich wollte, meinen Charakter zu erstellen. Deswegen sind wir ein Level weniger als beim letzten Mal. Also wir sind statt Level 16 auf Level 15. Haben bis der Quest, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, hingespielt. Und ja, jetzt bin ich Gott sei Dank endlich auf dem Server, auf dem ich wollte. Ja, es ist auf 30 verschiedenen Servern Charaktere zu haben. Und ich habe mein Mokri wieder an meiner Seite. Mit diesem kleinen Mokri. Okay. So. Ich will ein Reittier haben. Ich will ein Reittier haben. Beziehungsweise ich habe eins, aber ich kann es ja noch nicht benutzen. Geht doch nicht. Wo soll denn hier jemand sein? Ah, da! Tachchen. Ein Schokobo-Ei ist verschwunden? Ah ja, vorhin haben die Schokobos ganz schön Krach gemacht. Als ich nachsehen wollte, was da los war, sah ich in der Nähe des Stalls einen Fremden. Er war ein männlicher Ilesen mit scharfem Blick. Wenn ich jetzt so daran denke, schien er seine Umgebung aufmerksam zu beobachten. Ein merkwürdiger Typ, sage ich dir. Das klingt schon wieder nicht so toll. Ich ahne fürchterliches. Wirklich fürchterliches. Hui. Ja, einen merkwürdigen Typen habe ich gesehen. Aber nur von hinten. Er rannte gerade in Richtung Tamtara. Das konnte natürlich der Eierdieb gewesen sein. Aber was will er bloß mit einem Schokobo-Ei? Um es auszubrüten, muss man schon ein Schokobo oder ein Fachmann sein. Das kann nicht jeder. Du setzt dich einfach einige Stunden drauf und dann putzt du es auf. Das passt schon. Durch den Gestank kommt das Küken dann von alleine. So, das hier waren die Dinger hier mit den Freibriefen, ne? Ja. Könnten wir ja eigentlich machen. Du hast bei der Bearbeitung
Bearbeitung von Freibriefen Mut und Zuverlässigkeit bewiesen. In der Zeit, dass du dich auf einmal auch einmal an Gilden geheißen versuchst. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann sprich in dem Zelt davor mit Kommandeur Riebald. Ich werde ihm von deinem Sieg über die Anolis berichten, um jeglichen Zweifel an deiner Eignung aus dem Weg zu räumen. Das ist sehr schön. Vielen lieben Dank. Das heißt, hier hinten wäre das dann, ne? Ja. Tyranny hat mir schon von dir und deinem Ruhmestaten erzählt. Wollen wir doch mal sehen, ob du auch das Zeug dazu hast, Gildengeheiße zu erledigen. Die Freibriefe waren so leicht, dass du sie alleine erledigen konntest. Bei den Gildengeheißen ist das etwas anders. Wenn Bürger oder Gesellschaften uns um Hilfe bitten, landen die schweren Aufträge bei mir. Ich gebe sie an Abenteuergruppen weiter. Natürlich winkt bei Erfolg eine angemessene hohe Belohnung. Das versteht sich ja von selbst. Beim ersten erfolgreichen Abschluss fällt sie besonders großzügig aus. Sprich mich mal an, wenn du dich mit deinen Freunden an einem Gildengeheiß versuchen möchtest. Ja, wir nehmen den Heiltrank. Inhaltssuche, drücke Taste P. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt P drücken, haben wir hier ein Gildengeheiß. Kirchen. Blabliblub. Machen wir einfach mal. Als erstes wählst du eine Mission aus, die das unter den Teilnehmern. Damit bist du den Spielern registriert und auf die Suche nach passenden Kampfgenossen. Wenn das Schloss-Icon angezeigt wird, ist dieser Inhalt für dich noch nicht zugänglich. Okay. Ah, und hier wird dann die Gruppe gebildet. Okay. Ja, testen wir doch einfach mal. In der Zeit können wir dann, denke ich mal, für unsere anderen Sachen erledigen. Hoffe ich. Ich weiß noch nicht ganz, wie das funktionieren soll. Das habe ich nämlich tatsächlich noch nie gemacht. Bernard. Ob ich verdächtige Personen gesehen habe? Na klar, dich. Platz beiseite. Vorhin, als die Schokobos verrückt gespielt haben, stand jemand bei ihnen, der sie gestreichelt und beruhigt hat. Ich hielt ihn für Luquelot. Wenn er allerdings, wie du sagst, zu dem Zeitpunkt nicht im Stall war, wer konnte es dann gewesen sein? Ja, ne? Der schwarze Peter. Oder der schwarze Jörg, oder? Keine Ahnung. Blaue Sophie. So. Ich hätte mir eigentlich mal ein Glas mit runterbringen sollen. Ich brauche, glaube ich, gleich mal meine Magentropfen. Okay. So, einmal teilnehmen. Scheiße. Halt! Lief mir schlecht als recht. Ich wollte eigentlich nur kurz meine Magentropfen in meine Wasserflasche kippen. Ich habe gerade kein Glas. Ich bin zu voll hochzulaufen. Da war eh nicht mehr viel Wasser drin, das funktioniert das auch. Ja. Ich kann auf die Brühe trinken. Juhu. Also wenn ich jetzt... Okay, ich gucke. Bitte nicht zu viel Gedanken machen. Hallöchen. Ich will Schokobo haben. Ich will mich streicheln, lieb haben, knuddeln und... ich verstehe. Das Ei wurde also tatsächlich gestohlen. Und das, was du herausgefunden hast, klingt ganz danach, als würde sich der Dieb gut mit Schokobos auskennen.
Er hat die Schokobos beruhigt und unter all den Eiern das Wertvollste herausgepickt. Ich fürchte, der Täter ist jemand aus meiner Heimat, Ishgard. Leia stammt nämlich aus einer legendären Schokobo-Linie Ishgards, den Windtänzern. In meiner Heimat gibt es nicht wenige Leute, die alles für eins von Leias Eiern geben. Moment mal. Wenn diese Eierdieb aus Ishgard stammt, warum ist sie dann zum toten Akatam Tara gerannt? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das genau die entgegengesetzte Richtung. Dir auch eine gute Nacht. Zaubernde. Bezaubert. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielleicht wollte er eine falsche Fährte legen, oder? Ist doch egal. Wir müssen Leias Ei zurückholen. Da hast du natürlich recht. Kannst du uns helfen? Kommen wir das nächste Mal mit Elder Scrolls oder wie man das nennt. Mach das. Mit ESO. Wie gesagt, für Gruppenaufgaben ist das dann ganz, ganz praktisch, aber halt so die grobe Story mache ich dann halt trotzdem. Wenn das okay ist, weiterhin alleine. Aber es gibt mehr als genug Gruppensachen, bei denen du oder die wir dem nicht zusammen machen können. Also, freue mich drauf. Wir kennen uns zwar mit Schokobos aus und können uns im Notfall wehren, aber eine Verfolgungsjagd ist womöglich zu viel für uns. Wie gesagt, der Dieb ist in Richtung Tamtara geflohen. Vielleicht hat er Komplizen, also sei vorsichtig. Ja, ja, alles gut. Ich bin ja froh, dass wir endlich mal Tag hier in diesem Spiel haben. Beim letzten Mal war, glaube ich, nur Nacht. Hui. Hui. Gehe ich richtig? Doch, ich gehe richtig. Da ist der Erdlieb. Das Bestiarium müssen wir auf jeden Fall wieder machen. Da ich ja jetzt hier auf dem anderen Server bin. Ist das leider, diesmal noch nicht voll. Also, erste Stufe meine ich. Die müssen wir nochmal neu befühlen. Mit Monsterchen. Hui. Hui. Nicht reinfallen. Ja. Müsste da hinten sein. Oh, das ist wieder so ein Schaudermilbe. Sehen aber schauderhaft aus. Die haben mir eindeutig zu viele Augen. Lass mich in Ruhe, ich will nicht. Ach, komm schon. Putz mir den Buckel runter. Gute Nacht. Ah, da hinten müssen wir hin. Nein, 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 nein! Oh. Pass auf, und gleich greift mich auch noch die Schaudermilbe an. Immer dann, wenn man gerade keine Lust auf Kämpfen hat. Also ich auf diese kleinen Kämpfe. Das passt doch besser. So, wir machen einfach mal alles auf einmal. Limit drauf. Okay. Gerade keine Zeit zum Lesen. Das ist der Moment, wenn wir 30.000 Sachen auf einmal machen möchten. Muss. So, Gefahrenstone, Gegner hat. Ich habe das gefärbt. Was für Spieler sind betreten, die jetzt so einen Schaden verursacht oder neue Gegner? Ah, okay. Wir scheinen dann also einfach nur neue Gegner hin. Alles. Es ist aber schon ein ganz schöner Koloss, ne?
der das. Ach, wie heißt der Typ denn? Cloud Outfit. Besitze ich nämlich auch. Nur ich finde, das ist hier unser Tag, der halt nicht so sonderlich steht. Der zweite Spieler. Das war ganz große Klasse. Eure Belohnung habt ihr euch richtig verdient. Und zur Feier des Tages gibt es noch einen dicken Bonus obendrauf. Okay. Haben wir auch den allerersten Geheiße fertig. Und sind dafür... Oh. Ich wollte gerade sagen, und sind dafür den Gämpfen hier entkommen. Aber der Schaudermilbe kann man nicht entkommen. Die Schaudermilbe schaudert weiterhin. Ja, okay. Na, wird wieder synchronisiert oder diesmal nicht? Ah, ne. Hab ich dich endlich, du Wicht. Gib mir das Ei. Niemals, Kupu. Das Ei gehört Lyquilot. Kannst du bis jetzt nicht aussprechen, den Namen. Bei Halone, der Furie. Wer bist du denn? Haben dich die Idioten aus Fieselgrund angeheuert? Genau. Mich doch nicht. Du wirst uns nicht aufhalten. Los, Freunde, tötet sie. Dann gehört euch das, gehört das Ei uns. Juhu. So, kümmern wir uns erstmal hier um die Heckenritter. Weil wir fast tot sind. Huch. Vielleicht, okay, vielleicht doch lieber er hier. Ich bin so sicher, dass es so läuft, wie es laufen soll. Kopf hat er aber jetzt auch nicht mehr so viel Leben. Na, sollten wir aber schaffen. Also dieser Teil erinnert sehr stark an Teil 12, finde ich. Auch von der Musik her. Die Teile sind sich, glaube ich, sehr ähnlich. Auch wenn das hier halt online ist und das andere halt nicht online war. Warte mal. Wie machen das mal anders? Erledigen wir den Magier hier. Weil, hat die Diesel nicht auf mich fixiert, machen wir das so. Faster, faster! Also diese Attacken. So, jetzt werden die nämlich auch nicht mehr geheilt. Hätte ich vielleicht vorher mal darauf achten sollen, dass es da einen Heiler gibt, ne? Wo sondiere ich meinen Kapfel? So,
Der ist erledigt. So, und wir gehen jetzt um. Fällt es mit dir einfach. Geht einfach so gut. Ja, Spielinhalt beendet. Oh, komm, Schaudermilbe, ey. Du bist doch. Was hast du heute gegen mich? Was hast du heute gegen mich? Ja, klar. Du auch noch. Wollt ihr alle kuscheln? Na, aber gerne doch. Lass das mal die Mama machen. Mama, mach das gut. Und jetzt ist aber Ruhe hier im Karton, ja? Danke, Kupo. Was ich hier mache, Kupo? Ich beschütze Leias Ei, Kupo. Ich hielt gerade ein Nickerchen im Schokobo-Stall, als dieser Strauch die das Ei stehlen wollte, Kupo. Da habe ich es ihm vor der Nase weggeschnappt und bin um mein Leben geflogen, Kupo. Bring der ESI bitte zurück zu Lykulot, Kupo. Was war das für eine Bewegung? Okay. Apropos. Wir benutzen hier einmal kurz was zu essen. Der durchsteigt unsere Routine. Und 3 Punkte. Damit kriegen wir, glaube ich, ein... Also, zumindest wurde mir das jetzt gesagt, dass man dadurch dann halt schneller Level-Ups kriegen kann. Wenn das stimmt, dann wäre das gut. Aber die Musik ist echt schön. Auch die Umgebung. Ich fühle mich hier irgendwie heimisch. Oh, nee, kein Feldbereich, bitte. Ich hab da gerade keinen Nerv drauf. Das war dann beim Bestiarium noch. Und 2 Sachen fehlen uns nur noch. Schattenmilbe und Mückenschwarm. Finden wir dann alles im Nordwald. Nordwald ist ja nicht weit weg. Hier kommen wir ganz gut hin. Oh, diese Schokobos sind toll. Hast du das Ei? Ist es heil? Yep, ist es. Denke ich mal. Ja, diese Farbe und das Gewicht würde ich im Schlaf erkennen. Das ist ohne Zweifel Leias Ei. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Ich hätte mir schon solche Sorgen gemacht, aber es ist ja nochmal gut ausgegangen. Das Ei ist wieder in Sicherheit. Die Diebe waren wirklich aus Ishgard, wie ich vermutet hatte. Mit der Hilfe eines Mogris hätte ich jedoch nicht gerechnet. Dabei handelt es sich doch nicht einfach um denselben Mokri? Kennst du unseren kleinen Helfer, Käfer? Käfer? Möglicherweise. Bei der großen Katastrophe vor 5 Jahren hat mir ein Mokri das Leben gerettet. Ich war in einem Gebiet unterwegs, das heute nicht umsonst Kohlenwald genannt wird. Der ganze Wald stand in Flammen und der Rauch drohte mich zu ersticken. Da tauchte plötzlich ein Mokri auf und führte mich an einen sicheren Ort. Jetzt wisst ihr, warum ich unser Gestüt Mokri-Stolz getauft habe. Ohne den kleinen Kerl hätte ich damals nicht überlebt. Er scheint fast so, als hätte der Mokri seit jenem Tag über uns gewacht. Ha, das wäre ja klasse. Ein eigener Schutzengel in der Gestalt eines Mokris und ein weiterer Schutzengel in der Gestalt von Altaria. Auch ihr, auch dir gilt mein Dank. Lykulot wird dir eine Belohnung geben. Ja, das hoffe ich doch.
Leias Ente ist wertvoll und unersetzlich. Tausend Dank für seine Rettung. Du bist wirklich ein Schutzengel. Könntest du noch ein Weilchen bleiben und über uns wachen? Nein. Ich habe etwas gesehen, das mir große Sorgen bereitet. So, könnt ihr nicht mal was alleine machen? Ja. So, jetzt sind wir Stufe 16. Sind wir gleich auf mit dem letzten Mal. Die schicken die 12, meine Liebe. Ich muss dir etwas Furchtbares sagen. Gestern habe ich einen Ballon über dem Wald fliegen sehen. Und von drei Sonnen... Und vor drei Sonnen auch. Es waren die Ixal, ich sage es dir, ganz sicher. Normalerweise sorgen die Gebieter des Waldes dafür, dass wir von diesen Wilden verschont bleiben. Vielleicht haben sie uns verlassen? Denn ist alles aus. Weißt du auch, dass immer wieder eine unheimliche Gestalt gesichtet wird? Ich sage dir, lange geht das nicht mehr gut. Ja, man muss was unternehmen. Ich bin deswegen... Und deswegen habe ich alles aufgeschrieben, was ich gesehen habe. Hier ist der Brief mit einer genauen Karte. Gib ihm bitte Mijun. Wieso Mijun? Weil man ihr vertrauen kann, verstehst du? Sie wird wissen, was zu tun ist. Okay. Alles klärchen. So, ich werde aber einmal noch mal ganz kurz hochgehen müssen. Ich will einmal noch mal meine anderen Magentabletten nehmen. Ich bin also in 5 Minuten wieder da. Bis gleich.